Was geht ab? Hier ist Celo, Stein in den Weg, 385. Ewa und ab die Sprungbrett Süd. Heute zeigen wir euch, dass wir nicht nur die deutsche Rap-Szene rasieren, sondern auch diese zwei TikTok-Legenden. Denn wir wissen mehr. Wir sind Adi und Paul. Und wir sind hier nicht bei einem Orchester, aber wieso ist da ein Celo? Das war ein Diss. Ab die Post, denn wir wissen mehr. Und damit jetzt kommen wir Freunde zu. Wer weiß? Mehr. Heute mit den TikTok-Legenden Paul und Adi. Die treten an gegen die Rap-Legenden Celo und Abdi. Schreibt weitere Duelle in die Kommentare. Wer kann noch gegeneinander antreten? Gebt einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Seid ihr bereit, meine Freunde? Wir sind bereit gekommen. Ja. Ja. Los geht's. Wie lautet der Name des berühmten Drogenbarons, der 1993... Abdi. Pablo Escobar. Pablo Escobar ist natürlich bei uns. Scheiße. Inseln, das habe ich. Inseln. Ich schlafe jetzt ab hier. Gut, dass du auf Flugmodus gestellt hast. Hallo, Pablo. Si, Pablo. Está bien. Seid, ich melde mich gleich, Bruder. Ich bin hier gerade, wie du aufnimmst. Seid Escobar. Ciao, Bruder. Weiter. Okay. Von welchem Superheld war Lois Lane die Geliebte? Superman. Völlig richtig! Ja, wir sind schon Pico. Was ist Superman. Das? Superman! Ja. Lois Lane. Das ist dein Gebiet, das musst du wissen eigentlich. Ich kenne gar nicht Lois Lane und so. Kennt ihr nicht Superman? Doch, ja, klar. Ja. Kennt das. Ich mach in TikTok Superman nur, ein. Nur Marvel. Ihr beiden seid TikTok-Superstars und habt einen Song rausgebracht. Der heißt Füllkrug. Es geht um die EM und dass Deutschland Europameister wird. Das war mal ein Wort hier. 8:10, weiter! Welches Tier mit schwarz umrandeten Augen, das oft... Celo 385. Panda. Falsch, leider. Scheiße! Ich lese noch weiter vor, ja. Ihr könnt es noch... Nur schwarz umrandete Augen gehört. Welches Tier mit schwarz umrandeten Augen, das oft auf den Hinterbeinen steht, wird der Wächter der Wüste genannt? Oh. Ah, Hinterbein. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Seid ihr da raus? Die beiden können auch antworten. Ich weiß es. Weiß ich nicht. Erdmännchen wäre richtig gewesen. Erdmännchen wäre richtig gewesen. Ja. Normal, Mann, alle. Es hat die Sorgen. Bleibt immer fern. Keiner nimmt uns die Philosophie. Hakuna Matata. Timon und Pumba und Insen und Pablo. Mega scheiße. So jetzt. Aus welcher US-amerikanischen Stadt stammt das Eishockey-Team Blackhawks? Boah, das weiß ich nicht. Chicago. Chicago, richtig! Wow. Kennen die die Fragen? Das ist krass. Scheiße, das war Mann. Krasser als mein älterer Bruder hat eine, ja. Okay. Chicago! Okay. Blackhawks. Wie unterscheidet sich Amerika von Deutschland? Jetzt von der, vielleicht von der Landschaft her oder von den Menschen? Gibt's da Unterschiede? Das ist fake, viel fake. Oh, I like your shoes, I like your shirt. Ehrlich, yeah. Schleimerei. Oh. Also fake. Ja, voll aber. Sind die fake? Die sind sehr link. Also nicht nach Amerika aus. Nein, aber warte. Ich will jetzt, dass sie mich verballern. Auf jeden Fall, Amerika richtig, richtig geil. Aus welcher Serie kennt man Mr. Hanky, der Weihnachtsbote? South Park. Ah. Entschuldigung. South Park? Ja. Oh, Antwort. Nie geguckt. Völlig richtig, South Park! Wir kommen noch. Was ist denn bei euch los? Wir werden langsam warm. Komm, Bruder. Die wassern schon immer, bevor die Frage fertig ist. Kommt schon, Jungs. Kein Problem. Die gehen Risiko. Wir waren Gymnasium bis 10. Klasse. Aus welcher Region der Bundesrepublik kommt ihr? Ich komme aus Bayern. Ja, aus der Schweiz. Aus München. Ah, okay. Ja. Er ist nicht meine Generation, South Park. Ja. South Park, alle Junge, muss gucken. Bildungslücke. Aber absolute Bildungslücke. Machen wir. Okay. Was ist die Hauptstadt von der... Ukraine. Oh, sind wir dumm? Kiew, völlig richtig! Sind wir dumm? Schönen Gruß an unseren Bruder Nolek. Er war ganz bisschen schneller. Scheiße. Ukraine. Ich weiß warum, ich hab so diese Kung-Fu. Ah, ja. Wollen wir ein bisschen zurückschalten sonst? Nee, wir holen das noch. Soll ich mich kurz runterpinnen gehen? Ja. Wir holen das noch. Kennt ihr auch Songs von Chill und Abdi? Hört ihr manchmal Chill und Abdi? Klar, ja. Dankeschön, Bruder. Dafür guck ich eure TikTok später. Danke. Wir machen schon die. Ich weiß jetzt nur ein Schwelches, aber es wird mir noch einfallen. Ja. Der macht gut, Baller. Der macht gut. Danke, Mann. Der macht so auf so eine ruhige Art, aber trotzdem so ruhiger. Ja, das ist ruhiger genauso. Kuss. Der sagt ja. So, Achtung. In welchem Land liegen die Städte Marrakesch und Marokko? Ach, Bruder. Marokko, völlig richtig. Wir müssen irgendwas, wir müssen einfach buzzern. Wir müssen jetzt einfach mal buzzern. Marokko ist die völlig richtige Antwort, schon mal da gewesen? Ja. Nee. Weiter. Wie heißt der direkte Vorgänger von US-Präsident Donald Trump?
Barack Obama. Falsch. Völlig richtig! Barack Obama! Hey, ich war aber nervös, ich dachte. Ja, ja. Ihr bringt bald ein neues Album raus, und zwar Duo Numero Uno. So, ganz genau. Genau, so sieht's aus, mein Bester. Worum geht es? Erzählt es mir. Um Chilo und Abdi. Ja. Um Frankfurt, um die Straßen, um die. Um Pablo Escobar. Ja. Um Chilo und Abdi. Riesenapplaus! Ja! Welche Jahrgang seid ihr? 97. 99. 97 habe ich Kippen gepafft. 99 habe ich Tür gearbeitet. Wie nennt man einen Unterrichtsraum für Judokas? Wie heißt was der ist Unterrichtsraum? Alles, was ich weiß es! Soll ich es denn schenken oder wollt ihr? Ne, sag mal. Mach nur. Dojo. Ja. Dojo ist völlig richtig! Hätte man nicht gehabt, ne? Ich hab gestern meinen Sohn in der Hand. Geil, ah, geil. Grüß mein Sohn, Mela. Ich hätte Halle gesagt. Habt ihr mal Judo gemacht? Turnhalle. Judo ist Ogoshi und Kesagatame. So. Brasilien Jiu-Jitsu. Oh, auch gut, auch gut. Oh, warte, gerade mein Management ruft an. Hallo? Ja, Abi. Ja. Ja. Was passiert hier? Boah, muss nicht sein, oder? Ja, wir sind noch Ding, wir sind noch Eheleute. Ja. Und soll auch so bleiben. Und soll auch so bleiben. Basra in Irak. Ciao, ciao. Oh. Sorry. Ich hab auf lautlos gemacht, nicht auf Flugmodus. Irgendein Modus war es auf jeden Fall. Okay, komm. Ne? Ich hab die gleich. Komm jetzt. Wie heißt die blaue Küste, an der sich der mondäne Badeort Saint-Tropez befindet? Also das ist auch jassig, soll ich ihn schenken? Ja. Aber wie traurig, dann guckt er doch mal auf, Bruder. Gott d'Azur, ich weiß. Du musst was Falsches sagen. Ich muss was Falsches sagen. Heisenrad 14. Mein Problem. 18. Côte d'Azur. Völlig richtig! Côte d'Azur! Wir gönnen euch schon her. Danke, Mann, danke. Weiter! Sag dich mehr. Um was handelt es sich bei Modellen wie Royal Oak? Um teure Schweizer Uhren. Uhren, völlig richtig! Ey. Welcher französische Begriff bedeutet übersetzt gebrannte Creme und bezeichnet einen Kunden? Oh. Ah. Creme brûlée. Richtig, Creme brûlée! Für Schweiz haben sie es. Ja. Die Schweizer sind die Oui. Ah, wow. Der Kaffee ist alles gut. Ma bien sûr. Bien sûr. Oui. Ja. Du sais parler français? Ah, un petit peu. Oh. Ja, oui. Du nicht? Moi, toi. Roi Kaffee. Oh, ey, in welcher Bergkette liegt der Mount Everest? Ja, gut. Naja, ich weiß es. Interessante Frage. Mhm. Himalaya. Richtig. Himalaya ist völlig richtig. 3-3. Aber, ey. 3-3? Wart ihr da schon mal? Nee. Aber ich glaube, das sieht doch genau gleich aus wie in den Alpen. Natürlich sieht alles jetzt, aus wie in den Alpen. Jetzt, wo du redest, ich glaube, ich kenne ein Video von dir. Krass, schon mal Mutter Walla. Komm jetzt wieder. Welchen Star Wars Charakter verkörpert Harrison Ford? Keiner. Hans Solo. Hans Solo, richtig! Brutal. Boah. Ja. Und ihr? Ich hab zweimal nicht gesehen. Nie gesehen? Nee. Ich hab fast keine Filme gesehen. Paul, du doch. Du hast ja, safe. Klar, aber ich bin mehr so Herr der Ringe, die Richtung. Wie viele Bundesländer hat Deutschland? 16. Falsch. Völlig richtig! Falsch. Aber stimmt, es falsch. Falsch? Wieso falsch? Also 17. Bundesland, ja. Mallorca. Ja, gut, ja, interne Zählung, ja. Dann. Er steht 2. Ja, was ist Österreich? 2-2, weiter. Boah. Über welches Volk herrscht König Attila? Über die Hunnen. Völlig richtig! Über die Hunnen! Attila, der Hundenkönig. Der Hundekönig. Ach, Hundekönig. Oh. Weiter. Ab wie vielen Einwohnern wird eine Stadt als Großstadt? Ja! Ja! Aber bin ich gespannt. Als Großstadt? Ja, als Großstadt. 500.000. Nee.
Scheiße! Wir können gewinnen, wir können gewinnen. Alle, alle! Aber nur wenn wir buzzern, können wir gewinnen, ne? Ja, wenn wir können jetzt machen. Risiko gehen. Ab wie viel? Genau. Komm, wir machen's. Wir machen's. Entweder wir verlieren. Großstadt, Großstadt schon. Ab wie viel? Wir gucken, wir machen's. Zusammen. Wir sagen 100.000. Richtig. Nee, auch nicht, glaube ich. Das ist eine Million. Zu wenig. Nee, Millionsmetropole. 100.000 ist völlig richtig! Yeah! Und damit bist du angekommen! Mehr! Applaus! Bei deinem Fußstich Lust hatte ich 100.000. Und Chill und Abdi wissen nichts! Applaus für dich! Natürlich! Riesengroßen Applaus für Chill und Abdi! Gebt einen Daumen hoch, Freunde, und abonniert den Kanal. Ramponiert. Hier, oben gibt es ein Video von Reporter, und zwar Diagnose Reizdarm. Durchfall bestimmt mein Leben. Und unten gibt es die letzte Folge von Wer weiß? Mehr. So, sowas. Ciao.